Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Age of Empires 2 Definitive Edition mit den Kampagnen logischerweise. Okay, dieser Cordera ist überlastet. Aber gut. Und wir sind jetzt in der Mission 5 Katalaunische Felder. Die Katalaunischen Felder. Mal sehen, was da jetzt für eine Schlacht auf uns wartet. Und hier, bemerkte Armand, beginnt mein Teil dieser Geschichte. Die Schlacht zwischen den Hunnen und Römern fand Ende Juni 451 statt. Die Römer wurden von Aetius geführt, einem brillanten und gefeierten General, der seine Kindheit in hunnischer Gefangenschaft verbracht hat. Aetius kannte Attila und die Sitten der Hunnen. Seit er ins westliche Reich zurückgekehrt war, hatte Aetius mehr als jeder andere getan, um Rom wohlbehalten durch diese Epoche der barbaren Einfälle zu führen. Seine Armee war nicht groß genug, um Attila allein gegenüberzutreten. Also überzeugte Aetius, die Stämme der Alanen und Westgoten sich mit ihm zu verbünden. Obschon diese zweifelhaften Verbündeten der Hass auf die Hunnen einte, war es dennoch eine erstaunliche Leistung, aus ihnen eine brauchbare militärische Allianz zu schmieden. Das stimmt. Die Hunnen dürsteten nach der Schlacht. Attilas Schamanen studierten die Eingeweide der Rinder und die Farbe der Schafsknochen und sagten voraus, die Hunnen würden auf den katalaunischen Feldern eine Niederlage erleiden. Doch sie sagten auch, der Heerführer der feindlichen Armee würde dort den Tod finden. Attila muss das als guter Handler erschienen sein, denn er zog gegen Aetius und die Goten in die Schlacht. Vor dem ersten Blutvergießen versammelte Attila seine Truppen und reckte das Schwert des Mars gen Himmel. Er sprach zu ihnen: Den Durst nach Rache zu stillen ist ein naturgegebenes Recht. Ich werde den ersten Speer auf unseren Feind schleudern. Jeder Mann, der ruhig dastehen kann, während Attila kämpft, ist ein toter Mann. Okay. Interessant. Dürfen wir jetzt wirklich einen Speer oder was? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber mal sehen, was das jetzt für eine Mission für uns wird. Und wie lange die andauern wird. Okay, besiegen Sie die Römer, besiegen Sie. Okay. Attila, ihr habt uns auf dieses verfluchte Schlachtfeld geführt. Jetzt müsst ihr dafür sorgen, dass die Römer uns nicht allesamt töten. Timo, oh, Ostgoten, okay. Okay, das heißt wohl, mein Ziel ist es, die Ostgoten auch mit zu beschützen, oder was? Gut, hier kann ich da gleich. Ach komm, der ist fast fertig. Dann fang du schon mal an, da oben den zu bauen. Oha. Hier brauche ich ganz schön viele. What the fuck machen die da? Kommt mal zurück, ihr Idioten. Okay, wieso auch immer du wieder gerade gestorben bist, das finde ich nicht gut. Okay. Danke, Schäfchen, komm zu mir. Okay, vielleicht. Vielleicht hätte ich das doch ein bisschen. Okay, da sind meine Truppen. Komm. Okay, du bist fertig. Das da unten ist jetzt gerade nicht so optimal, natürlich wegen. Gut, Stall bauen. Du dann.
am besten hier oben direkt mal Burg bauen. Du hier Gold abbauen. So. Danke. Okay, ich brauche mir keine Sorgen, um Häuser zu machen. Das ist schon mal etwas wenigstens. Gut. Mal da den bauen. Mhm. So. Das ist sehr schön, dass die da jetzt weiter ordentlich bauen können. Timo. So, da unten nochmal Holzfällerlager ein weiteres. Mhm. So, meine Truppen. Ich hatte das Gefühl, dass ich um einiges schneller hätte hier schon produzieren sollen, aber hey, egal. Das ist dann jetzt halt so. Gut, hopp. Der baut da oben gerade immer noch. So, du hilfst da mal beim Bau der Festung mit. Ich denke, dann sollte ich gleich da jemanden hinschicken, der... Obwohl, vielleicht sollte ich nicht, sollte ich sogar erstmal Marktplatz bauen und danach schauen wegen Stein. So, jetzt einmal Stein hier. Okay, du bist da fertig, dann baust du mal hier jetzt den. Der entwickle ich da schon mal weiter. Dich kann ich da gerade nicht entwickeln, weil zu wenig Holz. Okay. So, einmal einen Hafen, den stelle ich mal hier hin. So, gut. Timo? Ich setze dich dann mal mit hier ein bisschen auf Holz an. Am besten. Okay. So. Tarkan wurde erschaffen. Mhm. Die Askorten sind im Imperialzeitalter. Ich denke, ich sollte auch mal ins nächste Zeitalter gehen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich hier etwas hinterherhänge, gerade zeitlich. Das ist so ein bisschen so mein Problem. Und ich habe so das Gefühl, dass ich die Atlanen am besten zuerst besiegen sollte. Okay, da ist schon eine Burg von den Atlanen. Mhm. Warte mal, die kann ich noch nicht. Mhm. Timo. Urhatschen. Okay.
Okay, das sind einmal hier. Einmal ein klein bisschen den hier zumindest ärgern. Das ist echt. Fuck it, ey, wieso ist das schneller als ich? Weil das wahrscheinlich leichte Kavallerie ist, deshalb. So, Gut, hopp. Ah ja, der verkackte Knall dann natürlich wieder. Natürlich zu Elite-Tarkan weiterentwickeln. So, also Markkan, ja. Tribute, Legendes. Markkan sind schneller. So, dann einmal eine Schmiede bitte. Nicht gut. Das war dann natürlich nicht so optimal gerade. Also irgendwie gerade nicht so optimal hier. Meine Aktion, wie ich gehofft und gedacht hatte. Komm. So, du gehst dann als erstes auf. Geht doch. Das war doch jetzt mal gar nicht so schlecht. Gut, dann kann ich jetzt nämlich hopp, hopp, hopp von hopp machen. Das Blut der Westgoten und Römer soll diesen Fluss rot färben. Okay, da sind die schon mal da. Okay, Trimböcke. Und da ein paar, ihr baut mal hier dann schön brav Holz ab. Okay, ihr einmal hopp. Timo. Hopp. Komm. Noch einmal danke. So. Ja. Ich denke, mit dir baue ich hier unten erstmal eine Festung hin. So. Dann versuchen wir doch mal. Dann versuchen wir das doch mal dort ein bisschen zu mobben. Und ihr Tarkanen, ihr geht dann auch mal mit hier hin. Das sollte ja eigentlich von der Reichweite her gut reichen, dass die sich da aufstellen können dann. Damit sollte der dann doch ordentlich zu besiegen sein. Ja.
Okay. Also ich halte wohl hier die Furt gerade ganz gut. Das ist doch sehr schön. Das ist doch auch ganz gut. Wow. Damit habe ich die, habe ich das dort schon mal ganz gut platt gemacht. Ich sag gerade ganz schön viel ganz gut, aber hey. Oh, da drüben sind die Westgoten, also. Okay. Hör auf, mich zu nerven da unten. Ich hatte nicht auf der Rechnung, dass da. Okay. Also eigentlich funktioniert das gar nicht so schlecht hier gerade. Eigentlich. Also. Ich bin ja offenbar ganz gut gerade dabei, das hier zu zerstören. Ja, einmal den da bitte kurz wegmachen. So, dann kurz einmal zurückziehen. Okay, da bauen die Westgoten also eine Kaserne auf. Hm. Das ist natürlich nicht so optimal. So. Okay. So langsam verliere ich hier ein paar Truppen, was ich nicht so gut finde, aber hey. Ja, das war natürlich auch nicht so gut, dass ich hier nicht drauf geachtet habe. Timo. Ich muss jetzt unbedingt schauen, dass ich hier ein paar. Wie sieht's? Hallo, können meine Truppen mal kurz ein bisschen hier hingehen? Und den da? Kommt hier einmal. Hallo? Okay, das ist schon mal sehr gut. Es ist auch sehr gut, dass ich hier schon mal eine Schneise reingeschlagen habe bei denen. Okay, hm. So langsam muss ich meine Truppen da wieder etwas zurückziehen. Okay, die haben. Fuck it. Rückzug, Leute, Rückzug. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Das bringt gerade nichts mehr. Das bringt da gerade nichts mehr, daher muss ich. Fischkutter. So, ich muss hier oben jetzt definitiv eine Burg bauen. Ansonsten wird das hier nichts. So, sieht es schon nicht so gut aus. Scheiße. Ja, das ist in Ordnung mit denen da.
Wir sollten das da eigentlich ganz gut hinbekommen. So. So. Gut. Ich brauche dann einmal Felder. So, du baust mir hier die nächste Reuse hin. Ich brauche aktuell halt wirklich Nahrung. Aber ich habe da schon ganz gut die jetzt erstmal ein bisschen eingeheizt. Oh ne. Das ist natürlich jetzt sehr blöd da, dass die da jetzt kommen. Vielleicht sollte der dort mal ein bisschen schauen. Timo. So, das ist... einmal da. Okay, ihr habt den da weg, dann geht ihr mal darauf. Okay, das ist sehr gut, dass der den da oben jetzt fertig hat. Und dann sollte ich hier oben nochmal... eine Kaserne bauen. Okay. Okay, gerade brauche ich Holz. Das war ein bisschen laggy. Bildenbein. Motchung. So. Also von meinem... von manchen Einkommensbereichen bin ich schon relativ zufrieden, aber noch nicht von allen. Oh, du... Habe ich eigentlich eine Universität? Nein, ich habe keine. Okay, dann sollte ich auch noch mal eine Universität bauen. Die Universität ist nämlich wirklich nicht zu unterschätzen von der Wichtigkeit her. Komm, ja, sehr schön. Damit kriege ich da nochmal schneller Holz jetzt. So. Gehen wir mal hier rüber, Hallo sagen. Alter, die bauen da aber auch ganz schön was auf.
Ich sollte dann auch mal schauen, dass ich bald hier hochentwickle. Amramendo. Was mache ich jetzt am besten hier noch? Also ich denke ja, einerseits das. Ihr geht mal dahin und... Okay, die bekippeln sich da gerade, die beiden. Damit habe ich kein Problem. Solange die dort oben unter Kontrolle halten können. Und ich mich quasi nur um die hier unten kümmern brauche, ist alles in Ordnung für mich. Gut. So, Holzlager und so habe ich da dementsprechend. Hi. Und weg bist du. So, aber hier ist nix. Sacher. Ich bin ehrlich, ich würde ja eigentlich ganz gerne auf der Seite dort die einmal Rückzug bitte hier. Meine Elite-Tarkanen. Ja, ihr könnt die gerne pullen. Die sollen da ihren Spaß mit meinen haben. So. So, Universität, die kann... Die kann den da machen. Boah, das war doch nicht schlecht. Damit habe ich einmal ein bisschen deren Armee dort zerstört. Machen wir mal hier ein bisschen weiter dann kaputt. So, was die uns so machen, raiden, kaputt machen. Zerstören. Jupp, nächster Trupp. Kommt. Ist also das Schöne daran, ich kann die hier schön reinpullen. Ich denke, ich baue hier am besten auch noch mal ein Kloster. So, immer hopp. Und hopp. So, ihr produziert mir auch noch mal ein bisschen mehr Gold. Wieso ist hier eigentlich schon wieder jetzt?
Helden gehen. Sayrchi. Bebolwoi. Kimo. Itlewutri. Amr Mendo. So, mit euch baue ich hier oben mal den. Also mit dir zumindest baue ich den da oben. Mit dir. Baue ich hier den dort. So, du baust mir jetzt hier erstmal nochmal Goldlager. Einmal Gold da. Okay, ihr braucht da eigentlich nicht zu stehen. Ihr könnt entweder da unten oder halt oben stehen. Das Schöne ist hier, dass die dort nebenbei den Weströmischen Reich auf den Senkel gehen. Das heißt, ich brauche mich darum eher weniger zu kümmern. Kann ich mal bitte hier die wenigstens... Kommt. Der baut da noch. So. Oh, ich habe hier unten ein paar Priester. Ich denke, die schicke ich mal kurz nach oben hier. Timo. Okay, wo? Ah, okay. Ihr seid da fertig. Dann könnt ihr da noch mal ein bisschen Gold für mich schürfen gehen. So, und einmal alles hochrüsten, bitte. Ihr braucht nicht da unten stehen. Ihr könnt hier oben hin. So. Okay, damit kann ich hier zumindest noch ein paar weitere produzieren.